Hallo, hier sind Roman und Heiko, Joko und Klaas, Leon und Fabian. Wir schauen uns heute alte Videos von unserem Kanal Gericht Studios an. Für die, die es nicht wissen, wir haben beide damals zusammen mit einem Dritten noch YouTube-Videos gemacht. Quasi auch ein bisschen so unsere Pubertät mit dokumentiert. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt als gestandene Erwachsene schauen wir uns diesen Kram mal an. Den Kinderkram. Das war das erste Mal, dass wir beide zusammen richtig vor der... Wir kannten uns vorher schon, aber da 2014. Haben wir... 20.05.2014. Hey, ihr da draußen kennt wahrscheinlich alle diese Momente, Pläne, was auch immer, die man sich so cool vorstellt, die aber dann so ablaufen. Ich finde, das kann man von dem Bild, wie wir da vor der Kamera stehen, kann man das mal eben hier so übereinander oder nebeneinander... So, Montag mache ich Deutsch, Dienstag Mathe, Mittwoch Physikberichtigung. Man muss ja auch sagen, wir haben im Endeffekt haben wir eigentlich nur Ideen damals geklaut. What did he say? Vorstellung versus Realität, das gab es ja schon tausendmal auf YouTube. Aber viel auch bei so internationalen Kanälen. Ich fand Smosh immer toll. Ja. Oder die Cinemates aus den Niederlanden. Deswegen in Deutschland kannte man das auch gar nicht so sehr. Bei denen haben wir das echt viel abgeguckt. Wir haben sehr vieles geklaut. Ja. Und das war ein überhaupt nicht innovatives Video. Nee, überhaupt nicht. Aber zur damaligen Zeit, ich meine, ist gut angekommen. Ne? Das hat 231.000 Aufrufe. Das ist so unvorstellbar. Ja, wirklich. Schauen wir mal weiter rein. Shit, ich muss doch noch, oh Mann, ich muss doch für die Schule. Deine Stimme ist aber auch sehr schwierig. Das ist alles sehr schwierig. Wie lieg ich da? Oh, schönes Wetter, ich kann endlich mein neues T-Shirt anziehen. Ich kann endlich mein neues T-Shirt anziehen? Ich weiß nur, du hast gesagt, du musst mehr da sagen und du so, sag das mit dem T-Shirt. Ja, aber wer freut sich denn darüber? Wer steht denn mit dem morgens auf, schaut aus dem Fenster und sagt, ich kann endlich mein neues T-Shirt anziehen. Ach komm, wenn du so ein neues T-Shirt oder Oberteil hast, und du so denkst, okay, morgen ist der perfekte Tag, wo ich das anziehen kann. Freust du dich dann nicht? Nee, ich stehe morgens auf und schreie erstmal zu meinen Nachbarn, ich kann mein neues T-Shirt anziehen. Guten Morgen, meine Nachbarn! Verpiss dich! Ja! Ja! Verpiss dich auch! Oh. Jetzt geht's in den musikalischen Parts unserer YouTube-Karriere. Mhm. 2016. Man hat uns das hier alles rausgesucht. Wir wissen gerade noch nicht, worauf wir reagieren. Welche Videos vollkommen, genau. YouTube Kids, das war unser 200.000 Abo-Special. Und da haben wir gesungen. 200.000 Abonnenten? Die Pisser sind noch nicht mal aus dem Kindergarten raus. Wir haben uns auch ganz viele YouTuber irgendwelche Aufnahmen geschickt für den Anfang. Lochis, Bullshit TV, X-Later. Und ich verstehe bis heute nicht, warum die alle mitgemacht haben. Ich weiß es auch nicht. Wir haben denen nichts gezahlt, ne? Die haben nichts dafür bekommen. Die kleinen YouTube-Kids meinen sich merken. Auf die Ohren, denn wir sind 200.000. Sehr stark. Tür auf. Deutschland soll als Lieblingstrio und du schaust Lion und Baby in dein Hamster Griechisch Studios. Doch damit wir uns noch besser vermarkten, bauen wir in diesem Rap-Song noch mehr Musik. Arten? Oh, Jungs, fühlt ihr das? Was passiert hier? Können wir unsere Texte noch auswendig? Ich glaube, ein paar Texte, so zum Teil auf jeden Fall. Wir uns nicht mal. Wir tanzen synchron die Moves. Das kann ich noch. Stark. Ja, wir haben in dem Video. Wir haben in dem Video versucht, so verschiedene Musikstile mit einzubauen. Es gab immer den normalen Part vom Song und dann gab es zum Beispiel hier die Boyband-Szene. Kommt auch noch ein Punk-Part. Tobi hatte so aggressiven Deutsch-Rap-Part. Ja, stimmt. Also es war vom künstlerischen Aspekt her eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und man schon was dabei gedacht. Ja, safe, auf jeden Fall. Gerade die Szene fällt mir ein. Weißt du noch, wir haben uns den Kamerakran bei so einem Kameraverleih ausgeliehen. Wir haben uns den Kamerakran aufgebaut bekommen. Wir haben 500 Euro für so einen Kamerakran gezahlt. Das war auch die größte Abzocke für 3 Stunden Kamerakran. Wir haben ihn nicht aufgebaut bekommen. Er lag da einfach. Und wir haben ihn wieder zurückgebracht. Aber ich meine, wir haben immer das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Denn Jugendliche lieben laute Musik und wir verkaufen uns so gut wie noch nie. Wir gehen zum nächsten Video. Los geht's mit der ersten Frage. Warum hat Leon einen Knutsch...
Leon, hast du da einen Knutschfleck? Oh nein. Oh, das ist eins meiner Favoriten. Boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, Leons, was passiert in dem Video. Leons Knutschfleck heißt das Video. 533.000 Aufrufe. Du hattest in der Woche zuvor, wir haben in der Woche zuvor ein Video gedreht, da hattest du hier einen ganz, ganz dicken Knutschfleck. Also es gab auf jeden Fall über, ich weiß das noch bis heute, über 1000 Kommentare, wo nur das Wort Knutschfleck auftauchte. Und wir haben dann das Folgevideo hochgeladen, in der wir eine Geschichte inszeniert haben, dass wir beide zusammen wären. Was vielleicht auch stimmt oder auch nicht. Wir haben das bis heute nie aufgelöst. Wir schauen rein. Hey da draußen, willkommen jetzt zum neuen Video. Ihr habt uns wieder ganz, ganz, ganz viele Fragen gestellt und wir werden diese heute beantworten. Können wir ganz kurz drüber reden, was das für eine Frisur, warum die ich hat habe? Leon einen also meine das Frisur geht mal gesehen? Ja gar nicht klar. Deine geht, das ist so, ich finde die total gut. Vielleicht ein bisschen viel Gel. Und ein bisschen viel Haare. Ja, aber immerhin hast du nicht so eine Welle auf dem Kopf. Genau, der Aufmacher vom Video. Ja. Alle Kommentare drehen sich nur um Leons Knutschfleck. Was aber auch wirklich stimmte, ne? Wir haben da ja nicht mal was inszeniert. Ja, die war ist, ja wirklich es gab kein, eigentlich keinen Kommentar, wo es nicht um deinen Knutschfleck ging. Meinst du, wir sollten den Leuten das sagen? Leon! Leon! Alles richtig dramatisch. Ja, wo kam der Knutschfleck jetzt her? Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt, das war 2017, das ist so lange her, also man weiß es nicht. Ja. Ich finde, das Bild sieht gut aus. Sehr stark. Besser als bei Brudi. Unser Kameramann geht jetzt. Ihr braucht ja keinen Kameramann hier. Ja. Das schaue ich nicht. Ich möchte das auch nicht. Ich renne da vorne raus. Können wir ein anderes Video schauen? Ich renne da vorne wirklich raus. Das ist wirklich ganz schrecklich. Das könnt ihr uns nicht antun. Purer Cringe. Okay, wir gehen kurz rein. Wir gehen kurz rein. Wer fängt nochmal an? Das ist Tobi. Nee, fang ich nicht an? Nee, du. Nee, ich fang an. Ja, der Sommer ist jetzt da. Wir gehen raus und haben Fun. Ich hör das alle gerade nicht, aber das ist auch gut so. Das geht nicht. Gehen zum See, essen, chips und trinken, Mathe schwimmen und chillen den ganzen Tag mit Untertiteln. Solange die Sonne scheint. Das war ein Sommerhit. Ey. Ich meine, wir waren auch 12, 13, wir haben auch wirklich das den ganzen Tag getan. Ja. Wir haben Chips gegessen, wir sind zum See gefahren. Ja. Das weiß ich doch. Warum haben wir eigentlich diese Lampe kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich im Gas, driven nur noch durch die Stadt. Das ist das, was uns ausmacht. Weitergehen wir, jetzt kommt mein Part gerade. Man muss vielleicht an der Stelle mal erwähnen, wir haben irgendwann, wir haben ja auch mal eine kleine EP veröffentlicht, wir haben irgendwann einen professionellen Musikproduzenten mit ins Boot geholt, der unsere Parodien dann auch abgemischt hat und ab da war es auch erträglich. Aber hier haben wir definitiv alles in gemacht. Meinem Zimmer aufgenommen und ich habe das dann abgemischt. Wir hatten nicht so viel Talent, wie wir, glaube ich, dachten. Okay, wir gucken nochmal ein paar Sekunden weiter auf, wenn es unangenehm ist. Macht und niemand hält uns auf. Die Sonne scheint, 36 Grad im Schatten, komm wir. Ja, man hat auch sich früher nicht so viel Gedanken über eine Storyline gemacht. Ja. Man hat einfach an 4, 5 Locations die Kamera aufgestellt. Ja, dann gesagt, stand man mach da, mal deine Szene. Hat dann so ein bisschen gesungen und dann reichte das. Aber ich meine, wir können trotzdem stolz auf uns sein, was wir da gezaubert haben. Ja. In unserem Alter auf jeden Fall. Das ganze Video ist besser als alle Songparodien, die Lochis gemacht haben zusammen. Warum löschen wir die Videos nicht? Es ist ja schon eine Frage, die man sich durchaus mal stellen kann klar, und die ich mir Fall. Eigentlich auch jeden Tag aufs Neue stelle. Also für mich ist das wie so eine Art kleines Fotoalbum. Ja, doch. So ein paar Erinnerungen. Und es gehört ja schon auch irgendwie zu uns. Also ohne das Bro, würden wir heute halt nicht hier sitzen. Genau, ohne das wären wir nicht die von heute so. Und ja. Klar, man sagt jetzt so, ja, cringe, unangenehm und so. Aber Bro, wir haben damals dahinter gestanden, also können wir auch heute dahinter stehen. Und ich meine, was wir da gemacht haben, so sind unser Alter krasse Videos. Wir hätten irgendwie komplett abdriften können, irgendwas Kriminelles tun können oder wir nur haben durchgehend nur Videos noch trinken. Gedreht, oder, ja, so, wir haben sowas gemacht und ich finde, das ist das eigentlich das schlimmere Übel. Auch wenn es unangenehm ist, sei trotzdem stolz auf, was du gemacht hast. Ja, glaubst du, unsere Eltern waren damals wirklich stolz auf uns? Die haben uns selbst so ausgelacht hinter unserem Rücken. Wir haben gesagt, toll, toll, Jungs, weiter so. Was machen die Kinder da? Ja, Hauptsache keine Drogen. Are you on drugs or alcohol? No, sir. Do you take drugs or alcohol? What is drugs? Letztes Video. Grischi Studios im Kika. Das hab ich voll vergessen. Mhm.
Da haben wir doch dieses Placement gedreht und ich hab den Laptop mitgehen lassen. Das war unsere erste, damals unsere erste Kooperation mit Microsoft. Und Microsoft hat uns einen Laptop zugeschickt und wir sollten ihn wieder zurückschicken. Ja. Und du hast, als wir die letzte Szene abgedreht haben, hab direkt in deine Tasche gepackt. Ladies and gentlemen, we got him. Ich dachte, wir können den behalten. Bist du bereit? Hey Kika! Das war, glaube ich, ein bisschen zu spät. Hey Kika! Wir sind die Jungs vom Kanal Grischi. Ich bin Tobi und wir stellen den. Wie sitze ich da? Also ich. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich mir auch wirklich denke, schade. Dass da das erste Mal über uns berichtet wurde. Ja, schon. Irgendwie, das hätte ich mir gewünscht, vielleicht ein paar Jahre später. Ja, mit einem richtig guten, weil also das ZDF hat sich Mühe gegeben, aber da konntest du ja nichts rausholen. Ich meine, unsere Haltung jetzt da ist jetzt halt auch nicht wirklich seriös, wo ich da sitze. Ich so, ich will nach Hause. Oh, du kannst doch nicht einfach 14-Jährige vor eine Kamera werfen und sagen, jetzt macht mal, erzählt mal. Haben wir noch einen Hit? Wir achten sehr darauf, was wir im Video sagen. Wir wollen nicht, dass da Schimpfwörter drin sind. Und wir wollen halt nichts irgendwas mit Beleidigungen im Video haben. Mit wir wollen nicht, dass da Schimpfwörter drin sind. Ja, wir wollen auch keine Beleidigungen drin. Ja, super, Leon. Aber dann sagst du, wir wollen nichts mit Sexismus im Video haben. Ja, und das weiß ich noch, das hat mir irgendwer damals vorgegeben, weil ich so ein Wortgebrauch noch gar nicht kannte. Ich bin stolz auf dich. Damals schon gute Werte vertreten. Was man sich auf jeden Fall, glaube ich, anschauen sollte, ist unsere Roast Yourself Challenge. Ja. Weil mit der sind wir dann auch nochmal so richtig bekannt geworden. Und ich weiß noch, dass Julian Bam bei den Video Days zu uns kam und uns gesagt hat, er fand eigentlich unsere Version besser als seine. Unten in der Infobox ist einmal der Veganer-Song, den könnt ihr euch gerne anhören. Ihr könnt natürlich auch Grischstudios abonnieren, ohne Frage. Ja, aber da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen. Aber ihr könnt diesen Kanal abonnieren, weil hier kommen weiterhin Videos. Genau, und die Glocke aktivieren. Und wir haben jetzt alte Videos von uns geguckt. Es war ein bisschen unangenehm, muss ich schon sagen. Schreibt uns deswegen mal in die Kommentare, was habt ihr in eurer Jugend gemacht, worauf ihr vielleicht heute nicht mehr so ganz stolz seid. Oder worauf ihr stolz seid. Ja, oder auch so. Das mal alles hier unten in die Kommentare. Wir sehen uns bei der nächsten Brudi-Folge. Ciao. Hau rein, Brudi. Hau rein, Brudi. Ciao. Ich liebe dich. Okay, ich geh.